das ist unverschämt. Man kann das überhaupt nicht beschreiben. Nein. Ich sag, dieser blau-weiße Provinzdepp. Ja, dieser gierige Grieche. Ach was, Markus Söder. Hören Sie. Wissen Sie, wie der da rumlümmelt bei Günther Jauch, ne? Und dann sagt er, die Griechen hätten ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Das fällt doch auf uns zurück, meine Herren. Wer hat denn die ganze Arbeit gemacht in Griechenland die letzten Jahre? Das waren doch wir von der Troika. Ja, wir haben den Griechen alles abgenommen. Ja. Ja, die Arbeit. Ja. Und die Löhne. Und die Demokratie. Ja. Kein europäischer Staat hat in der Nachkriegszeit die öffentlichen Ausgaben so runtergefahren wie Griechenland. Ja. Wegen uns. Und ja. Was ist der Dank dafür? Ja, Leute stellen sich ja immer so einfach vor mit dem Kürzen. Aber schließen Sie mal ein Drittel der Krankenhäuser ohne jeglichen vernünftigen Grund. Ha, wir haben es trotzdem gemacht. Als wir die Polikliniken geschlossen haben, da dachte ich erst, das bringt nichts. Ja. Aber als ich dann gelesen habe, die Malaria kommt zurück, da wusste ich, die Reformen wirken. Ja. Ah, erinnert ihr euch an den Tag, an dem wir den öffentlichen Rundfunk entlassen haben? Ja. 2500 Leute auf einmal. Das war eindeutig illegal nach griechischem Recht, aber eins sage ich euch, ich würde es wieder tun. Ja. Und wenn ich dafür in den Knast gehen müsste? Musst du gar nicht, wir genießen doch diplomatische Immunität. Ja. Vielleicht sollten wir dann das nächste Mal, wenn wir in Griechenland auftreten, etwas diplomatischer auftreten. Wisst ihr noch, wie wir auf den Tisch gehauen haben und zur griechischen Regierung gesagt haben, ihr müsst ein gerechtes Steuersystem einführen, wo ihr auch die Reichen besteuert. Nee, sonst kriegt ihr die nächste Tranche nicht. Nee. Nein. Ja, dann haben wir das wohl nicht gemacht. Aber. Aber dank. Dank unserer Arbeit ist auch jeder dritte Grieche ohne Krankenversicherung. Ja. Ja, und seitdem achten die Griechen auch viel mehr auf ihre Gesundheit. Ja. Sehen Sie, wir wissen doch, wofür wir das alles machen. Zeigen Sie doch noch mal die Daten. Komm. Das sind die Wirtschaftsdaten der Wirtschaftsentwicklung von Griechenland in den letzten Jahren, seit dem Eingreifen der Troika. Das sieht doch... Moment, falscher Knopf. Das Chart steht am Kopf. So, jetzt passt's. Oh, das ist ja, einen schlimmeren Einbruch hat man eigentlich nur in Kriegszeiten. Ein ähnliches Ergebnis gibt es eigentlich nur, wenn eine ganze Armee irgendwo in ein Land einfällt. Wahnsinn, und wir waren nur zu dritt. Ja? Meine Herren, Respekt, beachtliche Performance. Dankeschön. Vielleicht sollte die Troika ihre Hilfsprojekte Russland anbieten. Was? Was? Warum das? Das ist deutlich besser als Wirtschaftssanktionen. Also, wirklich. Das ist unverschämt. In Griechenland, ich verfolge das ja in meiner Presse, ich lese ja Zeitungen, das machen die wenigsten, obwohl das ein abhörsicheres Medium ist. Ich lese jeden Tag die Frankfurter Allgemeine Zeitung, das sinkende Flaggschiff des deutschen Qualitätsjournalismus. Nicht diese Frankfurter Allgemeine, die kaufe ich schon aus Solidarität, weil junge Menschen können die Schrift ja gar nicht mehr lesen. Junge Menschen haben wahnsinnige Probleme mit dem Medium Zeitung. Ich beobachte das immer wieder, wie die darüber wischen. Ja? Und sich wundern, warum das nicht umblättert. Nicht? Das ist die papierlose Generation. Die haben das Taschentuch als App auf dem Handy. Ich weiß gar nicht, wie die auf dem Klo klarkommen. Ja, das ist das Kleinkarierte. Wenn sie es ein bisschen größer haben wollen, dann nehmen sie diese Zeitung. Nicht? Wir sind überhaupt nicht ausländerfeindlich. Als Herr Tsipras jetzt da war, willkommen in Deutschland. Und dann erstmal zu Penny. Ja, das ist schon mal der richtige Weg. Und dann haben wir sogar auf Griechisch empfangen, nicht? Und Griechisch heißt Bildblät. Ja, das ist auch wieder sehr sprechend. Und diese Zeitung hat uns schon vor Wochen mitgeteilt, nicht wahr? Hier, Griechen reicher als wir. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Wir zahlen Milliarden und die geben uns noch ein Uso aus. Also, nicht, das stand hier schon vor 4 Jahren. Nehmt den Griechen den Euro weg. Ich sag, wie? Haben die noch einen? Ja, ja, die Griechen. Also. Die Griechen, das ist einfach eine beispiellose Misswirtschaft. Sie sollen endlich aufhören zu heulen und ihre Hausaufgaben machen. Und dann sollen sie sich mal angucken, wie wir arbeiten, zum Beispiel beim Berliner Flughafen. Ja?
Was sollen wir denn noch machen? Jetzt haben wir schon die Troika umbenannt. Irgendwann ist doch mal Schluss. Wir geben Millionen aus. Und das ist jetzt nicht aus der Bildzeitung, das ist ein Bild aus der Realität. Wir zahlen mit der EU Millionen an Abwrackprämie, damit die Griechen ihre alten, bunten Holzfischerboote verschrotten. Nicht deswegen müssen sie nicht hungern. Sie können den Fisch billig kaufen. Von Captain Iglu, ja, der den mit seinen Fabrikfangschiffen vor Senegal fängt. Ja, wir wissen auch von Nana Mouskouri, die Mädchen aus Piräus lieben den Hafen, die Fische und das Meer und das Lächeln der Matrosen. Und deswegen haben wir ihnen dicke, schicke, moderne U-Boote verkauft. Jetzt können sie den Fisch unter Wasser angucken. Ja? Und können auch den ein oder anderen Somalier beobachten, wenn er von Afrika aufgebrochen ist und im Mittelmeer abgetaucht ist, um zu gucken, wo seine Fische sind. Wir machen Griechenland modern. Die Griechen sind trotz Krise Deutschlands drittbester Waffenkunde. Wir haben mit Hunderten von Leos dafür gesorgt, dass die Griechen heute die größte Panzerarmee Europas haben. Ihr Griechen, ihr könnt so froh sein. Ja, ihr habt mehr Panzer als Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammen. Das ist doch was. Ja, und die Geschäfte, ja, dank schwacher Beifall von links. Ja. Ja, ihr Griechen, ihr könnt natürlich mit diesen Panzern keine Fische fangen. Aber vielleicht Brunnen bauen, wie wir das mit der Bundeswehr in Afghanistan versucht haben. Jedenfalls bringt es absolut nichts, wenn ihr jetzt den Stinkefinger zeigt, gefaked oder nicht. Das hat doch schon Pierre Steinbrück bei der letzten Bundestagswahl erlebt, dass man damit nicht dagegen anstinken kann. Ja. Es ist einfach so, Angela Merkel ist die stärkste Frau der Welt, direkt nach Lady Gaga. Aber den wahren Druck macht doch heute Eurobankchef Mario Draghi mit den vielen Millionen, Billionen, die er gerade druckt. In Frankfurt steht die neue EZB-Zentrale. Das ist Europas größter Stinkefinger. So, Herr Uthoff, haben Sie abonniert? Hm? Glocke gedrückt? Was? Sich eines von den beiden Videos hier angeschaut? Hören Sie, es reicht mir vollkommen, dass ich in den meisten mitspielen muss. Herr Uthoff, glauben Sie, dass es die richtige Art ist, für uns Werbung zu machen? Wer sich dafür bezahlt? Nee. Was zum Henker mache ich dann hier? Er ist sonst nicht so. Sie können sich ja in der Zwischenzeit was ohne ihn anschauen.